Wassermann, in Sachen Liebe geht es im November um einen rasanten Wechsel von beschwingt leidenschaftlich hin zu ernsthaft und planend. Das hat mit den beiden Sternzeichen Schütze und Steinbock zu tun, durch welche die Venus jetzt wandelt. Am 8.11. hilft ein Venus-Uranus-Quinkung Ihnen dabei, alle zu bezirzen, die Ihres Wegs wandeln, was natürlich perfekt für Wassermann-Singles ist. Ab dem 11.11. führt das Sonne-Jupiter-Trigon Sie noch einmal zu den Sternen und lässt Sie den Himmel der Sinnlichkeit erahnen. Jedoch dann, gleich danach, wird mit der herben Steinbock-Venus Ihr Liebeshaus kalt. Es geht das Licht aus und man fragt sich beklommen, ist da noch jemand zu Hause? Doch die Tristesse ist nur vorübergehend. Wir vertrauen Ihnen, Ihnen fällt bestimmt etwas Besseres ein, als zu Hause allein Trübsal zu blasen. Beruf. Saturn ist Ihr Lieblingsplanet oder etwa nicht? Im November macht er Ihnen viel Stress. Am 12.11. steht Merkur im Quadrat zu Saturn und bringt Gespräche im Beruf auf ein ungutes Gleis. Zugleich stehen mit Saturn jetzt nötige, aber unerfreuliche Konfrontationen im Beruf an, sowie auch die üblichen Routinearbeiten, die ihnen gar nicht liegen. Am 17.11. geht die Sonne auf einen Oppositionskurs zu Uranus und zwingt sie zu mehr Konservativismus. Am 18.11. befindet sich Merkur dann in Opposition zu Jupiter, was auf rechtliche Probleme hindeuten könnte, etwa auf Verträge, die auslaufen oder Klauseln, die Sie nicht genügend beachtet haben. Bis zum Monatsende können Sie sich etwas erholen. Die Sonne im Schützen strahlt positiv auf Ihr Karrierehaus aus und das entspannt die Lage wieder. Gesundheit. Es wird jetzt spannend. Am 19.11. wechselt Hindernisplanet Pluto in den Wassermann und kann dort für plötzliche Ereignisse sorgen. Ausbrüche, Aufbrüche und traumatische Verwicklungen. Wir übertreiben nicht. Dieser Aspekt ist schwerwiegend. Sorgen Sie jetzt besser für ein gutes Supportsystem, das Ihnen im Krisenfall auch schnell beistehen kann. Spirituelles. Am 3.11. steht Venus in Opposition zu Jupiter. Da war doch noch was Sie vergessen oder verdrängt haben. Richtig, der alte Herzschmerz mit dem Ex oder diese üble Mobbing-Affäre im Beruf. Venus-Jupiter-Oppositionen stehen für etwas, woran Ihr Herz gehangen hat und was Ihnen nicht vergönnt wurde. Arbeiten Sie es jetzt spirituell auf.